Genau, willkommen zu einem neuen Video. Wir stehen hier immer noch auf der Rust Area in Richtung Ontario mit der Milch. Und ich würde sagen, wir starten mal. Mal schauen, was der Tag heute bringt. Es geht ja schon mal ganz gut los hier. Verstärkt es sich schon, bevor man überhaupt auf dem Highway ist. Gelegenheit auch mal ein Video machen vom Cockpit, damit ihr seht, wie ich hier fahre, respektive wie das Ganze aufgebaut ist, mit den ganzen Steuerpanels und.
von 470 Meilen, bis wir in Ontario sind. Und da die Fracht abkoppeln können, der neue Flieger. Aber ja, geht ja noch ein Weilchen. Da müssen wir uns noch keine Gedanken machen. 472 Meilen genau genommen. Immer geradeaus. Wir sind noch eine Weile unterwegs. Helga, Ruhe. Jo, sie meint es gut. Sie schaut zu uns, dass wir uns da nicht verlaufen, irgendwo in den Weiden der USA, respektive verfahren. Natürlich in Ordnung, wir fahren ja nicht verboten, wir überladen unseren Truck ja nicht. Wir sind ja seriös. Oder haben Sie es gerade gesagt, seriös ist fast der zweite Name der Firma. Kontrolltag schon, der dritte Cop, der da am Straßenrand steht und Kontrolle macht. Langsam wird es mühsam. Vor allem, wenn man die Spur nicht wechseln kann, wenn man noch Verkehr rücken hat. Sei übrigens, ich habe immer wieder Zuschauer, die die Videos anschauen. Ihr dürft gerne auch mal Kommentare hinterlassen. Das würde mich natürlich auch freuen. Ich freue mich da über Kommentare. Ich freue mich über Abos, Likes. Ich freue mich einfach über alles, was ich von euch höre.
wäre, von euch zu wissen, fahrt ihr selbst. Virtuelle Trucks, fahrt ihr reale Trucks, wie auch immer. Ihr dürft mir das gerne mitteilen. Ich weiß auch gerne ein bisschen, mit wem ich es zu tun habe. So kann man vielleicht auch die Videos ein bisschen darauf zuschneiden, auf die Zuschauer. Vielleicht mit Gesprächen, Kommentaren und, und. Etwas öde Landschaft hier, aber ja, hat auch seinen Reiz irgendwie. Aber es ist nicht sehr abwechslungsreich. Vorher haben wir doch immerhin wieder ab und zu Städte gesehen. Jetzt fahren wir da einfach durch das weite Land. Würde man glatt einschlafen. Es gibt auch andere Strecken. Da fährt man viel, viel länger geradeaus. Da ist es dann noch viel, viel eintöniger als hier jetzt. Dem her geht es hier noch, da möchte ich mich noch nicht beklagen. Aber es ist natürlich schöner, wenn man ab und zu etwas sieht, wenn man ab und zu mal durch ein Dörfchen fährt oder eine Stadt. Gut, downtown. Die Innenstädte, das muss nicht sein, aber so, ja, ein bisschen mehr Betrieb wäre nicht schlecht. Reden, da haben wir ihn, ohne dass wir das wollten. Ne? Du lässt mich raus, das finde ich ganz toll. Du kannst auch noch gehen. Ja, Unfall mitten auf einer geraden Strecke oder fast geraden Strecke muss man auch hinbekommen. Kopf Nummer 4. Mal schauen, wie viele wir heute noch antreffen.
Flugsimulator ist sogar der Himmel belebt. Hier haben wir einen Heißluftballon, ab und zu sieht man Hubschrauber, Flugzeuge und und. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Auch da dem Dörfchen, kleineren Stadt. Nicht, dass wir da plötzlich zu schnell werden. Sonst sehen wir vielleicht Kopf Nummer 5. Das finde ich macht auch riesen Spaß da, diese Landstraßenbrettern, ein bisschen Gegenverkehr. Das finde ich ganz amüsant, ganz spaßig. Nicht immer nur die großen Interstates und Highways, sondern auch mal so kleinere Strecken mit Gegenverkehr. Hat auch seinen Reiz. Bitte rechts halten. Thank you.
Ja, müssen wir halt doch schalten. Ich dachte, es geht ohne, aber da müssen wir schalten. Sonst kommen wir diese Steigung nicht hoch. In einem Zug überholen. Das wird nicht funktionieren, solange die da vorne nichts machen. Sind wir hier hinten gefangen und können da nur hinten nachtuckern. Irgendwo, weit und breit nur Sand und vor uns ein Mähdrescher. Okay, was will der dreschen? Sandkörner? Keine Ahnung. Naja, hier kommt ein Rastplatz. Ich würde sagen, wir gehen einmal einen Kaffee trinken. Dann hat der eine Chance wegzukommen, das so, dass wir dann wieder freie Fahrt haben. Das bringt hier nichts, dem hinten nachzuschleichen. Das finde ich jetzt nicht so eine tolle Sache. Würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wie vorher schon mal gesagt, ein Abo würde mich freuen, Like würde mich freuen, Kommentare ebenfalls. Und bis zum nächsten Video. Schaut gut zu euch, passt auf euch auf. Auf Wiedersehen.